Verehrte Damen und Herren an den Computern hier in Zürich oder weiter weg. Mein Name ist Isabel Schmidt-Opitz. Ich bin die Klinikdirektorin der Klinik für Thoraxchirurgie hier am Universitätsspital Zürich. Und im Namen auch meiner anwesenden Kollegen und Experten hier des Lungen-Thorax-Onkologie-Zentrums möchte ich Sie sehr herzlich willkommen heißen zu unserem Patientenwebinar, wo wir über Lungentumore informieren. Es ist bedauerlich, dass wir diese Veranstaltung dieses Jahr nicht live durchführen können, sondern uns hier nur im virtuellen Raum begegnen. Aber ich hoffe, dass wir trotz allem durch unsere Kurzvorträge von den Experten und als besonderen Teil des Programms heute auch Interviews mit Patienten, die bei uns hier am Universitätsspital behandelt wurden, dafür dieses virtuelle Programm wettmachen können. Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und im Anschluss noch Einzelgespräche in Form von virtuellen Sprechstunden möglich sein werden, die natürlich keine echte Sprechstunde bei uns als Spezialisten hier ersetzt. Wir haben verschiedene Spezialisten von der Onkologie, Radioonkologie, von der Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik, Pneumologie und der Radiologie. Viele dieser Experten sind Teil unseres Lungen-Thorax-Onkologie-Zentrums, das Sie hier in seiner Aufstellung sehen. Und das Zentrum hier am Universitätsspital Zürich ist das einzige im Kanton Zürich, das von der Deutschen Krebsgesellschaft als Lungen-Thorax-Onkologie-Zentrum zertifiziert ist. Und hiermit möchte ich eigentlich auch schon meine Begrüßung und Einführung beenden und als ersten Spezialisten Herrn Professor Dr. Thomas Traunfelder begrüßen, der uns über Screening für Lungenkrebs als Experte der Radiologie informieren wird.